das hier ist schon lange, das Memories Beach Bar, war das. Die gab es schon vor dem Tsunami. Kleine Bar, nichts Besonderes. Schlechter Weg hierher zu, dadurch also wenig Kunden. Wir haben ihre Kunden gekriegt von den Hotels hier. Das ist das Apsara Hotel. Und das ist recht gut, recht populär geworden. Und danach South Sea Pakarang, das ist gar nicht. Das ist gar nicht angekommen. Und man weiß nicht richtig warum. Ja? Die haben halt vorne auch nur in Anführungszeichen die Bäume halt davor. Ja? Während vom Apsara sind ja keine Bäume, kein Wald. Und die haben dadurch, also von vielen Bungalows, haben sie direkte Landschaft. Und das laut sie Pakarang schon hinter den Bäumen. Und das kommt schon nicht an. Und dann haben sie Verträge mit Chinesen gemacht. Aber die Chinesen, die kommen ja nur am Abend mit dem Bus, die gehen nicht aus, hier gar nicht, da ist nichts weiter. Und am Morgen, ganz früh, sind sie schon wieder weg. Und hinterlassen einen Saustall, auf Deutsch gesagt, oft. Okay, ne? Das kann ich nicht sagen. Ja, das weiß ich aber von... Hier die Bar hatte nichts von denen. Ja? Also hat die wissen nicht, wie man das Leben genießt. Die hocken den ganzen Tag im Bus, gehen zu ihre Futterstellen, wo sie hingebracht wird, und dann gehen schlafen und dann hauen sie wieder ab. Das ist ja kein Tourismus, das ist ja der falsche Tourismus. Ja, okay, sowas braucht ja keiner. Ja, der Meinung bin ich, aber ich weiß das aber von Leuten. Warum kann ich nichts sagen? Ja. Weil wir haben ja durch die Chinesen unser fantastisches Elephant Camp aufbauen können. Ja, ja gut, das ist klar. Und da benehmen die sich auch gut. Die mussten am Anfang lernen, aber mein Personal dort, den habe ich von Anfang an gesagt, klare Anweisungen geben an die Chinesen. Ja, das brauchen klare Anweisungen. Dann geht es. Wenn die irgendwo was falsch machen, sofort einschreiten. So, und was ist passiert? Die sind zu nah an Elefanten rangegangen und haben ein paar Mal von einem Elefanten mit dem Rüssel eins gekriegt. Da fliegen die in die Gegend, da mussten die in die Intensivstation in Phuket. Ist zweimal passiert, dann mussten sie, kamen natürlich aber die Polizei. Da musst du aber doch ganz blöd an einen Elefanten rangehen. Da musst du ja zu schnell oder was, dass der reagiert ja, so. Also wie es denn genau war, weiß ich nicht, war ja nicht dabei. Aber kam die Polizei und dann mussten sie extra Absperrungen machen, Entfernung 4 Meter zum Elefanten in 4 Meter. So dass er nicht sozusagen mal drüber springt über die Absperrung. Corona-Abstand praktisch. Corona-Elefantenabstand. Ja, das hat sich immer mehr gebessert. Man muss sagen, also die Chinesen in den Jahren, die wir sie da hatten, sind immer anständiger geworden. Und entwickeln sich besser, auch, klar. Ja. Aber ich weiß halt von Phuket am Anfang, die sind ja danach in die teuren Hotels in der Laguna. Und dann haben die da gegessen und da hat es ausgeschaut wie die Sau. Und die haben natürlich kein Trinkgeld gelassen, was die natürlich auch gewohnt waren von den westlichen Leuten, dass die, oder auch den Hongkongesen oder wo immer sie herkommen, dass die halt ein Trinkgeld lassen. Und auf einmal war alles versaut, ein Haufen Arbeit und kein Trinkgeld. Da haben die natürlich den Hals voll gehabt, ist ja klar. Ne? Weil die arbeiten ja doch alle ein wenig fürs Trinkgeld in diesen Hotels. Sag mal, wo ist denn jetzt meine Frau? Da kommt sie, oder was? Ist sie das? Nein. Die war doch jetzt nicht immer. Hier sind dann zwei weitere Hotels noch und die haben dann halt das auch dann mit den Chinesen gemacht. Und zwar, da gab es ein Problem, das hier, als das gebaut wurde, das Apsaras, hat sich eine schwedische Tourismusorganisation drangehängt an die. Die haben denen also irgendwie im Voraus Geld bezahlt dafür. Und dann haben die tolle Werbung damit gemacht und dann nachher stellt sich raus, die kommen da hin und hier, siehst doch, kannst doch nicht schwimmen. Ja? Und so war das. Die Chinesen, die Schweden sind vor Gericht gegangen. Weil man hier nicht schwimmen kann. Wieso kann man hier nicht schwimmen? Ja, du musst bis da raus und dann ist immer noch ein ganzes Stück weit. Ja, und? Ja, aber die, wie die es beworben haben. Ach so, die haben es falsch beworben. Die haben es falsch beworben. Ja? Und für diese falsche Werbung ist das Reiseunternehmen verknackt worden. Und dann die Schweden haben richtig Geld zurückbekommen für entgangenen Urlaub und so. Naja. Und daraufhin haben die ihren Vertrag mit denen gekündigt hier. Und gut, dann kam der Tsunami, dann war sowieso wieder alles anders. Und da haben die dann einen guten Vertrag mit Franzosen gemacht. Aber dann natürlich ehrlich. Ja? Also
nicht, dass man hier also ins Wasser kann und kann schwimmen. Ja? Naja, also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es unbedingt gelogen ist. Da ist doch das Wasser. Oder ist es dann so steinig oder was? Ja, 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 da, also weißt du, wenn du ein bisschen nach rechts gehst, deswegen heißt es ja Pakarang Beach. Mhm. Da sind Korallen drin. Ach so. Da unten ist mit Korallen. Aber hier und ist es okay, wo wir jetzt stehen. Hier, also anscheinend ja. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil hier war ich selber noch nicht drin. Aber was noch war. Gehen wir mal vor, weil sonst wird meine Kamera nass. Was noch war, ist, es gab Stachelrochen. Es sind mehrere. Die sind gefährlich, ne, wenn die stechen. Da genau, es sind mehrere von Stachelrochen hier gepikst worden. Ah, okay. Und das war dramatisch. Also naja, es ist keiner gestorben dran, aber mussten ihn intensiv. Ist doch nicht der eine Australier, der da so bekannt war, ist der nicht an einem Stachelrochen gestorben? Da gab es doch einen, der hat immer so aufregende Tierfilme gemacht, so abenteuerliche. Aber? Und der ist doch dann, also mit Krokodilen, den Kopf in den Mund und so, ist der nicht von einem Stachel? Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Aber hier war das und dann haben Leute Angst gehabt, also überhaupt ins Wasser zu gehen, weil du siehst die ja nicht. Die tun sich ja so ein bisschen mit Sand zudecken. Ja, die sind also fast unsichtbar.